Hatschi! Frühlingszauber! Welcher schiefgewickelten Windung meines Hirns ist das denn bitte entsprungen? Ausgerechnet Frühling. Und dann noch in Verbindung mit Zauber. Hatschi! Da kann man doch nichts draus machen. Vielleicht, bitter, kalt und regennass bringt Jung und Alt einen Heidenspaß. Hatschi! Überhaupt Frühling, wo alles sprießt und die Gegend zupollt und meine Allergie anrollt, widerlich. Hatschi! Ich brauche ein Taschentuch. Wo ist denn, da. Oh, kein Taschentuch. Das war ein Gedicht vom Frühling. Nicht mehr zu retten. Welch ein Pech. Weg damit. Hatschi! Kann man nicht was depressiv-melancholisches draus machen? Sowas wie grauer Winter, geh von dannen, altersschwach in gruselig Not, fegt den Schnee von allen Tannen, das Frühjahr drängt dich in den Tod. Hatschi! Na gut. Genug der frühlingsvernebelten Plänkelei. Lasset den Zauber beginnen. Ich komme jetzt raus. Applaus, Applaus. Hatschi! Lasset uns mal heute zusammen allen Krankheiten, Grippewellen und dergleichen, die da draußen gerade grassieren, die Stirn bieten. Ich bin auch etwas fiebrig, von daher werden sich die Versprecher häufen. Aber I do my very best, no? Okay, so, was haben wir denn da? Der Frühling, nun, was macht er bloß? Ich spüre ihn schon in meinem Schoß. Spüren Sie das auch? Wenn nicht, naja, vielleicht bin ich ja sonderbar. Doch glaube ich, Sie werden was fühlen, hier im Raum, dort auf den Stühlen. Denn Märzensonne steigt empor, bringt so manchen Trieb hervor. Der Knospen wild aus allem sprießt und wallend durch die Adern schießt. So soll es sein, so ist es gut. Der Frühling uns verzaubern tut. Jetzt spüren Sie was? Nein, sagen Sie bloß. Dann leg ich jetzt mal einfach los. Liebste Jahreszeit, der Herbst, er kam in Scharen. Ich würd ihn mir gern sparen. Erst recht den Winter kalt, da bin ich stocksteif alt. Mit Sommer heiß und trocken kann man mich nicht locken. Da bleibt wohl nur, wo Säfte sprießen, Knospen wie wild um sich schießen, alles Graue sich erneut und Vati sich auf Mutti freut. Die ganze Luft steckt voll Erwachen, kein Trübsal mehr, nur frohes Lachen. Sonnig heiter das Gemüt, herrlich bunt, jetzt alles blüht. Von überall kommt Freude her, ach wenn doch immer Frühling wär. Getränk nach Wahl. Ich trink Uso, was trinkst du so? Sind wir zu zweit, steht Sekt bereit. Bin ich allein, hilft mir der Wein. Fühl ich mich leer, macht's auch Likör. Fühl ich mich leerer, dann gibt's Madeira. Wenn müd ich bin, trink ich den Gin. Find mich wer dumm, tröstet mich rum. Muss ich schnell fort, bestell ich Port. Und besucht mich Papa, betreut uns Krabba. Und überall schlürf ich Mezcal. Kriegt wer ein Kind, dann eben Absinth. Vollständig froh macht mich Pernod. Ist alles vereist, wärmt Himbeergeist. Und wenn ich schwitz, kühlt's Libowitz. So Larifari wird's mit Campari. Singt wer ein Lied, gibt's Aquavit. Geht's mir ganz mies, hilft oft Pastis. Ich fühl mich wohl bei Aperol.
nach einem Korn geht's los von vorn. Rückblick. Drehte ich die Uhr zurück, zumindest ein kleines Stück, so könnte ich doch nichts ändern. Der Raum meiner Vergangenheit ist voll verbrauchter alter Zeit in staubigen Gewändern. Schweigen der Krabbler. Des Nachtens gehen die Ameisen schlafen, obwohl sie des Mondes Blicke trafen. Sie müssen ruhen, denn bei Lichte betrachtet sind sie im Dunkeln oft geistig umnachtet. Sie würden wohl stolpern und die Beinchen sich brechen und dann lauthals schreien, nein, sie können ja nicht sprechen. Ach, ganz egal, sie schlafen so tief und träumen von Ameise, die im Mondenschein lief. Kaum kommt die Sonne, da wachen sie auf und sind arg fleißig im Tagesverlauf. Dabei so emsig unstets bemüht, bis irgendjemand Ameisengift sprüht. Dann ruhen sie für immer, sogar auch bei Licht, und schweigen auf ewig, ach, sie sprechen ja nicht. Oh, ein Wort mit SZ am Anfang, das kann ja was werden. Szenen an der Obsttheke. Ich brauche Äpfel. An der örtlichen Auslage meiner heimischen Kaisersfiliale ist nicht viel los. Mein Blick wandert über das reichhaltige Angebot der Obsttheke und bleibt an der abgepackten Ware hängen. Doch da ich weiß, dass mir mindestens einer der 6 eingeschweißten Äpfel zu viel sein wird, bewege ich mich in Richtung Schüttgut. Ich greife zu, beäuge das in meiner Hand liegende Exemplar argwöhnisch. Es ist wirklich schön, hat aber eine winzige Stelle, die sich binnen kürzester Zeit in ein fauliges Drama ausweiten kann. Ich lege den Apfel zurück. Kurz darauf greift eine Hand blitzschnell an mir vorbei und schnappt sich die gerade zur Ruhe gekommene Frucht. Zu der Hand gehört eine mürrisch dreinblickende Dame deutlich fortgeschrittenen Alters. Was bitte ist an diesem Apfel falsch? Verdammt nochmal, der ist doch noch gut, den müssen Sie... Ein nach Luft schnappender Herr, offensichtlich ihr Aufpasser, greift nun seinerseits die aufgebrachte Dame am Mantel und sagt, komm Else, los, wir müssen gehen. Aber was zum Teufel ist an diesem Apfel falsch? Los Else, wir müssen gehen, wiederholt der Herr monoton und zieht Else samt Apfel aus dem Laden. Ruhe. Ratlosigkeit meinerseits ob des gerade abgelaufenen Spektakels. Ich beschließe, dass ich keine Äpfel mehr brauche und wende mich stattdessen den Gurken zu. Grüne Gurken in Reih und Glied, Hunderte. Nur leider lose Ware. Gibt es die auch in blickdicht eingeschweißt? Ich schreibe ja relativ viel und so bei allen Gelegenheiten plötzlich so ein Geistesblitz, mehr oder weniger. Und dann gibt es so Kandidaten von Gedichten, wo ich nur 1 oder 2 Strophen habe. Und dann ist Schluss. Dann passiert nicht mehr viel. Und wenn diese Strophen einigermaßen brauchbar sind, dann landet das in einem Ordner Wortfetzen. So auch das Folgende, wo die ersten beiden Strophen, glaube ich, irgendwann von 2006, 2007 sind. Dann passierte Ewigkeiten nichts. Und so vor einem Jahr oder was fielen mir diese Strophen wieder ein und automatisch 2 weitere und der Schluss. Billys Regal. Ritze, Ratze, Bäume fallen reihenweise um und knallen direkt in ein Sägewerk. Sie werden darin schnell zerteilt, entborgt, entblättert und zerfeilt zu einem Späneberg. Dieser wird dann hübsch gepresst, damit er sich montieren lässt, gibt's Schraubenstifte, Leim dazu.
Eine Wand voller Regale, alte Bäume, neue Schale, bau Billy auf, geschickt im Nu. Kind in dir. Das kleine Kind tief in mir drin verfolgt ganz oft einen anderen Sinn. Es äußert diesen nie direkt, sondern meist geschickt versteckt. Die Kunst ist, dieses Kind zu lieben und dessen Sinn nicht fortzuschieben. Denn vermeidest du, aufs Kind zu hören, wirst du dich und es zerstören. Drum nimm es an, genau wie dich. Lieb es, wie es ist, dein Ich. Sei bei dir und erspür den Sinn. Behüt dein Kind tief in dir drin. Urlaub ade, ein Chefmonolog. Dann fahren Sie doch auf die Lofoten, Sie und die anderen Idioten. Sie können dort auch Häuser bauen und den Einheimischen ihr Essen klauen. Wie, was, warum? Ich übertreibe, nur weil ich im Lande bleibe, ich sei neidisch, ich auf Sie. Spüren Sie im Unterleib mein Knie? Sie sind doch der, der jährlich schreit, der Urlaub ist gar nicht mehr weit. Ich kenne doch schon ein jedes Land, Berge, Wüsten, Meere, Strand. Ich weiß nicht, wo ich hinfahren soll, ich finde Urlaub nicht mehr toll. Dann nerven Sie jeden Kollegen. Ich soll ruhig sein, paar von wegen. Sie Affenarsch mit dicker Tasche, jedes Mal die gleiche Masche. Zu weit weg oder zu nah, zu pompös, zu unscheinbar. Und trotzdem wird etwas gebucht, das weltweit seinesgleichen sucht. Mit allem bei und viel Lametta, Himmelarsch zum Donnerwetter. Was heißt, ich wär nicht ausgeglichen? Ihr Urlaub ist hier mitgestrichen. Der Mann an sich. Ich dachte, ich könnte schwanger werden. Doch leider geht das nicht auf Erden. Die Babys kriegen bei uns die Frauen. Und unter uns, so im Vertrauen, ist das wohl auch besser als Melonen durch einen Flaschenhals. Und trotzdem fänd ich's doch verlockend, egal ob liegend oder hockend, wenn ein Mann könnt mal gebären und nicht nur seinen Darm entleeren. Obwohl, ich glaube, es ist mir recht, wenn nur das weibliche Geschlecht das Kleine in die Welt rauspresst und den Kerl links liegen lässt. Vielleicht ist's besser so, ich glaub, ich mach mich erst mal aus dem Staub. Das kann nicht gut, schon aus den Genen ist Flucht nach Schwingern zu erwähnen. Dann trink ich Bier und lieg voll rum, als männliches Individuum. Die Natur ist doch nicht schlecht. Ich kratz mich drauf mal am Gemächt. Rülpse, pupse, verliere Haare und lieg am End auf einer Bahre. Bei den Gedanken fällt mir ein, ich möchte niemals schwanger sein. Abendmahl. Wir machen uns jetzt Abendbrot. Dafür schießen wir 10 Tauben tot, jagen uns ein wildes Schwein und klauen uns ein Fass voll Wein. Nun fehlen bloß Kartoffeln noch, woraus ich uns eine Suppe koch. Vielleicht, und das ist hier die Frage, taugen die noch zur Beilage. Doch zu unserem Leibeswohl fehlt ein wenig leckerer Kohl. Den hol ich von des Nachbarn Feld, gebührenfrei, ganz ohne Geld. Zu guter Letzt den Tisch gedeckt, alles herzhaft abgeschmeckt, aufgetafelt wie im Lokal. Fertig ist das Abendmahl. Time-Tunnel. Ich wandle lautlos durch Raum und Zeit, getrieben von einer Kraft, die nicht die meine ist. Ich kann nicht ruhen oder rasten, denn Stillstand ist der Tod. Umgebung verschwimmt in der Raserei des Seins, wie Rohrpost eile ich davon.
Das Ziel des Ganzen bleibt jedoch verborgen. Auch Zwischenstops sind nicht geplant. Des Tunnels Röhre führt im Kreis. Ohne Anfang, ganz ohne Ende. Nur eine Richtung kennt der Sog. Immer schneller und schneller und schneller. Hinaus katapultiert in unbekannte Welten. Losgelöst vom Jetzt und Hier. Nur noch mit mir allein bin ich frei. Grausam, einsamer, seltsam. Herr Seltsam war einsam. Drum ging er gemeinsam mit Frau Mühsam zu Familie Grausam. Dies war heilsam für Herrn Seltsam, jedoch erst langsam wurde die Geselligkeit wirksam. Und trotz frohen Leichnam, wo mancher nicht ankam, weil er vom Wege abkam, gab's wen, der hinzukam. So wurde die Runde unterhaltsam. Es gab Brötchen mit Sesam sowie Tee fern aus Assam und noch allerlei Süßkram. Dann machte es Bimbam. Worauf noch wer hereinkam? Es war Fräulein Ehrsam mit Vornamen Mirjam, wo auch immer die herkam. Da bemerkte Herr Seltsam, dass er nicht von ihr loskam. Erst war er sittsam, kurz danach strebsam und rutschte behutsam näher, damit er an sie herankam. Doch es war leider Herr Grausam mit Vornamen Bertram, der ihm zuvorkam. Dies war für Herrn Seltsam nicht duldsam. Deshalb gab's einen Leichnam. Den Herrn Grausam mit Vornamen Bertram. Der Täter zuerst einmal entkam, etwas später man ihn festnahm. Darauf kam er in Gewahrsam. Nun ist Herr Seltsam für lange Zeit wieder einsam. Täubchen klein. Ein Täubelein auf einem Baum hat vom Schnäbelein grad Schaum, denn ihr Futterlein war wohl vergiftet, weshalb's Täubelein zum Tod abdriftet. Pause.